Hallihallo meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Let's Play New Pokémon Snap. In der letzten Folge hatten wir den Dschungel am Tag jetzt wieder mal kurz abgesucht, ein paar Punkte gesammelt und jetzt sind wir nun im Dschungel in der Nacht. Mal sehen, was uns heute hier jetzt nun erwartet, und zwar in der Nacht. Da finden wir noch interessante Pokémon, die wir noch fotografieren können. Diesmal müssen wir wieder Level 2 erreichen. Ich glaube, wir werden jetzt noch sicherlich noch sehr viele Pokémon fotografieren, damit wir besser mehr Punkte sammeln können, um die nächste Areal dann freizuschalten. Vorerst gehen wir jetzt mal kurz hier rein. Bin nicht leicht, sein Pokémon zu entdecken. Genau auf die Kamera hat sie geguckt. Ja, verkackt. Naja. Wie hier. Warte. Da war ich schon mal, oder? Ja. Da ist irgendetwas, aber ich weiß nicht was. Das ist ein Ariados, glaube ich. Einfach eine Kristallblume, die habe ich schon jetzt einmal gescannt. Ist schon ziemlich dunkel, da sieht man ja fast gar nichts. Mal abscannen hier. Okay, das ist ein Tukanon hier. Oder das Scannen, sagen sie es mir schon. Wungus. Das ist richtig mittig. Die Tukanons. Boah, das sieht ja super aus, das Foto. Warte, haben wir noch was übersehen? Ah, das ist ein Kleopatra, okay. Lauter Kleopatra hier. Hier sind noch ein paar Bungus. Und Foto! Warte, Foto. Gut, dass die auch in die Kamera gucken. Das macht ein bisschen besser die Punktezahl. Ich würde mal eines von diesem Foto dann nehmen. Deshalb mache ich jetzt zwei, drei Fotos mit mir. Da haben wir noch was mehr Neues. Hier sind noch mehr Babungus. Oder dieses Foto. Die pennen. Sorry, wollte ich euch nicht stören. Ich habe mir gedacht, ihr schaut jetzt woanders hin. Möchte ich, dass ihr die Aufmerksamkeit erregt und Fotos machen lässt. Naja, nichts mehr Neues. Wir können jetzt noch ein bisschen den Carpador erneuern lassen, das Foto. Oh, ein Janueger. Krass. Ein Trevino? Nee, jetzt habe ich das Foto verpasst. Jetzt noch etwas Neues. Das ist ein Lunar-Pokémon jetzt diesmal. Warte. Jetzt. Schon schön mittig. Warlord habe ich jetzt sehr gut fotografieren können.
Die letzten Fotos waren ja ein bisschen beschissen. Nur lauter Babungus. Oder wie man es sehen, ich werde jetzt mal einmal eins von denen auswählen, welches Babungus ist, welches Babungus-Foto sieht super aus. Ne, geht nicht. Ist leider wegen diesem Grasbüscheln kann ich nicht fotografieren. Sein Mist. Aber ich glaube, hoffentlich einer von diesen Fotos wird es sicherlich sehr viele Punkte sammeln, damit wir dann gleich im zweiten Level kommen. Damit wir dann gleich das nächste Lunar-Pokémon finden. Bin mal gespannt. Wir haben jetzt 13 Pokémon geschossen, 6 Pokémon gefunden. Leopada, da haben wir jetzt nochmal dieses Foto. Ariados. Okay, da habe ich auch ein gutes Foto gefunden. Dennoch. Kanon habe ich ein sehr gutes Foto gefunden. Ja, mega. So. Und los geht's. Schauen wir mal, was jetzt der liebe Professor dafür sagt. Mal sehen, was der zum Kleopatra dabei denkt. Das ist noch besser als die andere. Lol. Das mal erneuern. Riados. Das haben wir nicht so richtig gut gesehen. Aber Hauptsache, es ist punktemäßig gut. Babungus. Mal sehen, was ihr dabei denkt mit diesem Foto. Ansonsten beim nächsten Run muss ich dann den anderen nehmen. Zukanon. Geht ja super. Jan Mega. Das hat extra mehr Punkte gegeben. Morlord. Ein besseres Foto haben wir noch nicht bekommen, aber naja. Ach, nachts im Dschungel ein Foto von einer leuchtenden Kristallblume. Okay, diese Daten werden mir dabei helfen, etwas ganz Besonderes zu entwickeln. Okay, da müssen wir jetzt nochmal wieder zurückgehen. Typ Käfer haben wir jetzt mal ein paar fotografiert. Dieses Foto ist fantastisch, ich lade es gleich hoch, damit alle es sehen können. Okay, der Upload ist fertig. Vergiss nicht, dass du auch deine Lieblingsfotos hochladen kannst. Ich glaube, ich werde meine Lieblingsfotos jetzt mal dann Morlord nehmen. Und die Babungus sind auch ziemlich süß. Und Tukanon. So, Basiscamp gehen wir jetzt mal. Ich glaube, ich werde dann ein paar Fotos dann wahrscheinlich noch auf Twitter hochladen, wenn ihr wollt. So. Jetzt sind uns noch die Hälfte. Ich glaube, wir werden jetzt noch einmal eine Runde hingehen. Was bekommen wir jetzt diesmal? Social Media Neuling. Du hast online ein Apfelmedaille erhalten. Du hast den Forschungstitel Social Media Neuling erhalten. So, wir gehen jetzt noch nachts wieder rein. Damit unser nächstes Areal dann freigeschaltet wird. Also natürlich, jetzt müssen wir das Lunar-Pokémon wieder finden. Wir müssen jetzt ein Foto über die Kristallblume machen. Das habe ich jetzt leider vergessen. Ach, crap, jetzt habe ich nicht so schnell fotografiert.
Ich trotzdem jetzt ein Foto von einem Leoparda, obwohl ich es schon bereits habe. Und da ist Wungus und Frubal. Ich weiß nicht wieso, aber nehmt es mir nicht übel, aber Frubal sieht ziemlich süß aus. Findet ihr nicht auch? Hätte ich das Foto machen können, komm. Wenigstens ein Foto habe ich jetzt machen können von einem Frubal nur. Noch mehr Wabungus am Baum. Schade, dass ich leider das Ariados jetzt leider verpasst habe. So ein Dreck. Ah, da sind sie auch. Bitte, dann haben wir mindestens ein Foto von Ariados. Und den Lidian, das habe ich euch fast übersehen. Das Lidian hat mir total gefehlt. Das habe ich noch nicht mal gesehen. Meine Güte, wie habe ich schon. Eigentlich kann mich noch erinnern, dass ich noch einen Lidian hatte damals auf meinem Game Boy Color, in meinem Magnum. Cartridge damals auf meinem Game Boy Color. Ah, die Zeiten vergehen wie im Flug. Eine zweite Generation Remake wäre nicht schlecht. Ich weiß ja selbst, es gibt schon bereits einen, und zwar HeartGold Soul Silver. Ich würde ja wirklich HeartGold und Soul Silver Let's Playen, wenn ihr wollt. Also in nächster Zeit. Aber vorerst, wenn dann New Pokémon Snap vorbei ist, werde ich ein bisschen an ein anderes Spiel dann fokussieren. Mal sehen. Vielleicht werde ich noch weiterhin mit Pokémon fokussieren. Ich weiß es jetzt derzeit noch nicht. Aber ich. Ja, Pokémon ist natürlich mein Hauptcontent. Ich weiß ja selbst, aber. Wenn irgendetwas anders mir bockt, dann müsst ihr halt leider akzeptieren, dass ich dann wahrscheinlich was anderes Let's Playen will. Aber wie schon selbst. Lino! Hallo! Schauen wir mal. Ach, fuck. Ach, crap, jetzt habe ich leider das Moment verschissen. Ich habe ein Foto jetzt von der Kristallblume gemacht. Ich hoffe, dass es auch reicht, weil ich habe eine von diesen Fotos, müsste jetzt dann passen. Müssen wir nur noch warten. Bis die Fahrerei vorbei ist. Und jetzt ist schon Juni, Leute. Die Hälfte des Jahres haben wir schon hinter uns. Und bald nähert sich auch schon bald mein Jahrestag auf meinem YouTube-Kanal, Red Pokétendo, denn bald. Ich habe in diesem Monat, genau in diesem Monat, vor fast 3 Jahren, änderte ich meinen Namen von Red PokéLP zu Red Pokétendo. Obwohl es sehr viele Leute schon dieses Tendo am Ende haben, aber naja. Das Foto ist schon mal ganz mittig.
Noch mehr Babungus. Das brauchen wir nicht natürlich. Hier ist noch ein super Bild hier. Mal sehen, was er dabei denkt. Lina und das Lidian habe ich jetzt noch nicht einmal gesehen. Punkte, nice. Riados. Und ein Lidian. Mal sehen, wie viele Punkte das jetzt uns abgibt. Wieder 4000 Punkte. Mal sehen, vielleicht fällt uns noch ein paar Punkte sicher, oder? Ja. Okay. Muss ich nochmal jetzt noch weiterhin hingehen. Übrigens, da nun die Daten zu dieser Kristallblume vorliegen, habe ich etwas zu berichten. Du darfst gespannt sein. Naja, wir können jetzt mal kurz das Filino jetzt mal nehmen. Ich weiß nicht wieso, aber die Filinos sind irgendwie die süßesten Pokémon ever. Nehmt das, denkt, was ihr wollt. Denkt, was ihr wollt. So. So, also zurück zum Basiscamp. Und so wie es aussieht, hat einer mir einen Apfel gegeben. Das ist ja auch ziemlich nice. Gut gemacht. Ich konnte dank eurer Fotos genügend Daten sammeln. Außerdem möchte ich euch noch etwas zeigen. Oh, ist das diese komische Kugel, die du entwickelt hast? Sie kann Pokémon und Kristallblumen zum Leuchten bringen, stimmt's? Genau, das ist eine Lumina-Kugel. Aber diese blaue Lumina-Kugel funktioniert leider nur hier auf der Florero. Was? Wieso das denn? Ich vermute, dass sich die Energie je nach Insel leicht unterscheidet. So, jetzt möchte ich euch erst einmal zeigen, welche neuen Erkenntnisse ich mit Hilfe eurer Daten gewinnen konnte. Schaut euch das mal an. Hm. Abgefahren! Wow, wie schön. Oh, das ist also dieses besondere Leuchten, das nur in der Lentil-Region auftritt. Wie hieß es noch gleich? Lumina-Phänomen? Interessant, dass es sowohl bei Pokémon als auch bei Pflanzen auftritt. Mit diesen Kugeln kann man dafür sorgen, dass Pokémon und Kristallblumen vorübergehend illuminiert werden. Wenn das passiert, solltet ihr genau auf Veränderungen des Pokémon und der Umgebung achten. Können wir bitte auch für Florero haben? Natürlich. Wir sollten gleich mal auf den Naturpark zurückkehren, um diese auszuprobieren. Na gut, dann werden wir das auch jetzt machen. Lumina-Kugel und gelbe Lumina-Kugel haben wir gekriegt. Wir gehen jetzt mal nach zum Bolero. Florero. Und dann zum Belus. Und wir gehen jetzt diesmal in der Nacht. Das nächste Jahr etwas Neues. Super, jetzt habe ich ein
Ja, super, jetzt habe ich einen super Moment genommen. Das Tankolas will ich mal machen. Wo ist das Tankolas jetzt hin? Vielleicht katapultiert in die Luft oder was? So, ein Foto habe ich jetzt mal gemacht. Karaborn, das habe ich schon jetzt lange Zeit nicht mehr gesehen. So. Wieder so ein luminisiertes Pokémon, das wieder ein bisschen die Punkte pusten, wer weiß. Wow! Jetzt haben die auch im Rücken geschwommen. Wie super ist das denn bitte von die Bidiza? Wie geil! Und jetzt ist die Route etwas anders als zuvor. Jetzt schon gerade vor. Oh. Kämpfen sich gegenseitig. Wow. Das ist ein super Foto. Bloß nicht auf mich werfen. Hauptsache, wir haben jetzt einmal sehr viel erreicht. Ich werde jetzt mal so viele Lumina machen, das ist auch super. Man kann jetzt sofort Luminas überall machen. Das ist ja richtig krass. Ich würde ein bisschen die Punktezahl erhöhen. Tribis habe ich jetzt im Foto gemacht. So. Na bitte. Ich glaube, wir haben jetzt genug Fotos gemacht für heute. Mal sehen, was das jetzt dazu gebracht hat. Ansonsten gehen wir dann nochmal zum Dschungel. Das wäre noch eine Fähigkeit, noch eine Möglichkeit. Hatte noch dazu noch zu machen, aber ich glaube. So, hopplos Foto. Oh, das Foto sieht ja mal Hammer aus. Ja, geht's nur ein 2-Sterne-Foto leider nicht.
und ein Pizza. Was haben wir hier noch? Hier ist noch ein besseres Foto vom Waldribi. Mal sehen, was jetzt dabei denken jetzt. Wir haben jetzt Hoplo jetzt endlich mal fotografieren können. Und zwar im letzten Versuch hat es nicht geklappt. Scrabborn. Chalterra. Und Pidiza. Auch mal was Gutes. Gut Hut. Mal sehen, was der bekommt. Nicht so ein großes Boost, aber egal. Nehmen wir halt das neue alte Foto. Na, das alte Foto ist besser, finde ich. Im Forschen braucht man viel Ausdauer und Geduld. Zum Glück stehen wir dir alle unterstützend zur Seite. So, du hast den Fieren Naturpark den Weg entdeckt, der über den Bidiza-Damm führt. Du hast bei der Fotobewertung mindestens 500 Punkte in der Kategorie weitere Pokémon erhalten. Du hast einen Forschungstitel Dammfertigstellung erhalten. Noch ein paar Fotos, du musst schon mal safen. Nehmen wir noch ein Foto von Shelterra. Ja, leider ist jetzt meine Sache schon voll. Lol. Na gut. Gehen wir zum Basiscamp wieder mal zurück. Mal sehen, was wir jetzt noch machen können. Aber ich glaube, im nächsten Part werden wir dann jetzt noch mit diesem Lumina-Stein in den Dschungel gehen. Und vielleicht finden wir noch neue Pokémon hier noch. Damit wir dann endlich was fortsetzen können in unserer Reise wieder hier im Dschungel. Also, wir sehen uns in der nächsten Folge. Dann geht's dann auf zum Dschungel mit dem Lumina-Stein, das wir vom Professor bekommen haben. Also, falls euch dieser Fahrt gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben da. Aber dann lasst die Glocke aktivieren, wäre mir lieb. Damit der Kanal auch wachsen kann. Bis zum nächsten Mal, haut rein, euer Red Pocket Hendo. Ciao!